Was für eine Reichweite hatten diese... Die Überladung, ey, das geht ja gar nicht. Ich habe gedacht, das wäre nicht in der Reichweite, dass ich das trotzdem machen kann. Ohne dem anderen da Schaden zuzufügen. Ach, gut. Was? Los, Flo. Wieso hat Alex? Ist doch nicht schlimm, können wir gleich tauschen. Es wundert mich nur gerade. Ja. Weil du auch viel gemacht hast, deswegen. Hab ich? Oh. Ist natürlich schlecht. Jo. Hätte ja auch ich bekommen können, ne? So, was machen wir? Wir nehmen die Energieleitung. Die überladen wir einfach mal. Immer schön böse. Jo. Jetzt haben wir sabotiert. Alle gestorben. Alex, kann ich die Jacke haben? Nein. Na. Brauche ich für meine Gefährtin. Oha. Danke. Huh? Da kommen noch Gegner hier. Geht ja so in den Kampf. Kann ich mir die Jacke anziehen? Gegner. Jetzt sehe ich doch schon ein bisschen mehr aus wie ein Imperialer. Sogar ein Abzeichen auf der Brust. Cool. Ja. Nur dass die lila Schuhe sehen etwas komisch aus. Was, du hast lila Schuhe an? Lila Schuhe und rosa Socken. Ja gut, deine Socken sehe ich jetzt nicht. Hinten an der Wade. Ach so. Das können ja auch Waden. Das, ich glaube, das sind eher Wadenschützer oder so eine Stretch-Dinger. Ja, aber das sieht aus wie Socken. Das sind so eine Stretch-Dinger gegen deine Elefantenbeine. Sonst passt die Hose nicht. Nein. Hammerstation. Wow. Die geheimen Kisten müssen wir auch noch zeigen. War hier eine? Ne, die war drüben, ne? Der Komet, er fliegt! Worauf schießen die denn überhaupt? Auf welchem Planeten? Die schießen ja irgendwie. Echt? Zumindest ein Teil daran aus. Was machst du da? Was? Oh, scheiße. Das ist das Zeichen für CT. Ah ja, da ist ein Zeichen drüber, da hast du recht. Oh oh, der Commander PeaceLP taucht wieder auf. Ja, was denn? Reden und spielen gleichzeitig, das geht ja nicht. Ihr seid ja hier Mucksmäuschen still und könnt euch konzentrieren. Denk mal an Schwarze Loch, H4. Genauso. Ich kann mich an nichts erinnern. Du hast es verdrängt. So oft wie ich Schwarzes Loch mache? Ja. Credits. Oh, diese Geschütze sind so langweilig. Sie haben nur viel Energie. Stell dich doch mal hinter den, mach den Angriff von hinten. Wie von hinten? Ja, von hinten. Nimm ihn von hinten. Bams. Ja, wenn ich das sehe, der arbeitet nur mit Blitzen. Ich hätte ja, Hexer ne? sein sollen, ne? Ja. Ja, ich hab ja bloß zwei Lichtschwertangriffe hier. Oha. Ich komme auch vor wie so ein Hexer, also irgendwie habe ich wenig Lichtschwertteile hier.
Du hast die nur. Guck, bei Rot musst du stehen. Bei Blau musst du gehen, ne? Hm? Guck mal nach draußen, das sieht zumindest aus wie Alderaan. Ihr Schlachtherr Kreschan an die Besatzung. Sammelt euch in Sektoren. Das ist die Erde. Wir kämpfen für unseren eigenen Planeten und den obersten Kriegsherrn. Nee, die Erde gibt's ja hier in diesem Universum nicht. Es ist eine weit, weit in entfernte Galaxie. Sonst zumindest so weit. Ach, war das nicht bei Star Trek? Ich wurde aber Lidl nicht mitgerührt. Da, guck mal, da ist schon der Boss. Da hinten ist der Boss. War besser gesagt, Lego hat das nicht mitgerührt. Ja, stimmt. Die Erde gibt's bei Lego Star Wars. Ja, das ist auch sehr verwirrend für die kleinen Kinder, wenn es dann die Erde nicht gibt. Mama, wo ist die Erde? Habt ihr die Kiste geholt? Nein. Ich hol sie. Ich bin nämlich schnell. Auf die Kiste. Nein. Nicht auf die Kiste scheißen. Ein Webo-Schwert. Das brauche ich. Komm schon, du kleine Druide. Oh ja, jetzt kann ich meine Granaten einsetzen. Also nicht die, sondern die anderen. Ich gleich mal mit dem Boss nehmen. Hilfe, ich brenne. Also Basti, jetzt lass Eddie erzählen, was er zu sagen hat zu dem Boss. Hunde des Imperiums, all diese Macht, aber immer noch voller Furcht vor dem Aufstieg einer rivalisierenden Nation. Schmeißt Granaten auf dem Boden. Das ist ein Minenfeld. Nicht reinlaufen. Nach einer Weile kommen Ads, die laufen dann meistens zum Heiler. Sollte am besten Flo bei ja. Alex bleiben. Zum Beschützen. Bin hier. Okay. Und ich spring den an und werde mit dem Rücken zu euch stehen, damit ihr dann jetzt keinen Schaden bekommt. Okay. Alex, go. Wie, du wirst mit dem Rücken zu uns stehen? Was macht er denn Ach da? So, machst du das. Krass. Die Hämmerstation gehört mir. Nein, sie gehört uns. Euch liegt die Schwäche im Blut. Flo, du stehst im Miedenfeld. Nein, ich stehe direkt daneben. Ich scroll mal ein bisschen raus für mehr Übersicht. Oh, der hat mich genau da reingeschossen, die Sau. Die Hämmerstation gehört mir. Boah. Oh nein, nicht schon wieder. Der will mich da mal reinschießen, wieso? Alex, oh Scheiße. Krass. So, da kommen Ads. Der hat's einfach nicht abgesehen. Huch, scheiße. Überall, wo ich gestanden bin, ist der rote Kreis auftaucht. Dann kann ich nicht heilen. Hat er sie dir ein Schild gegeben? Ja. Das nutzt dann nix. Weil dann kann ich nicht heilen. Wenn ich im Kreis stehe, bleib nämlich schon. Komm, Flo, das schaff. Im Blut. Nein! 400 EP hat er noch gehabt. Ah, HP. Verdammt. Das war knapp. Scheiße. Kann ich leider noch nicht ausrüsten. Ich habe ja zwei Relikte, aber die brauchen noch.
brauche noch ein bisschen mehr Dunkel. Wie weit müssen wir jetzt überhaupt laufen? Nicht allzu weit. Natürlich. Das ist total okay. Hier nochmal ein hübscher Blick nach draußen auf diesen Planeten. Nee, das ist ein Komet, ja. Ein Komet, der mit Asteroiden schießt, oder? Ja. So sieht's aus. Also wenn er weiter in diesem Tempo schießt, dann dürfte der Komet ja bald nichts mehr haben. Ach, weil die Geschosse, die sind ja... ja, ich glaube nicht. Blau. Oh. Habe ich eben Schiss bekommen. Das war... Okay, er hat noch genug Zeit gehabt. Ja. Wo dran lag's? Also ich habe gemacht, was von mir verlangt wurde. Also ihr habt so schnell Leben verloren, ich glaube, ihr müsst in den Granaten gestanden haben. Nein. Also wenn ja, dann habe ich nicht gesehen. Ja gut, neuer Versuch. Also zweimal wurde ich reingeschubst. Da kann ich nichts für. Im Hintergrund fliegt der Komet. Wow. Ed. Kümmer dich mit um die Ed. Basti, kümmer dich mit um die Ed. Ja, wieso jetzt sind doch gerade keine? Die Hämmerstation. Nein, ich sag's nur, wenn die kommen. Hab ich eben auch gemacht. Euch liegt die Schwäche im Blut. Guck mal, Alex sitzt schon auf der Armatur da oben. Das sind die Ads. Ads. Kommt her, ihr Schweine. Boah, jetzt schießt er mich schon wieder weg hier. Boah. Die Hämmerstation gehört mir! Wo? Kann man hier auch runterfliegen? Ja. Echt jetzt? Ja. Ach, deswegen tankt er den zum Rücken mit uns zu uns, oder wie? Genau. Ich dachte, wir sollen ihn von hinten penetrieren. Nice. Oh, das gibt's doch nicht. Nichts für mich hier. Wo kommt die denn her? bei Mora aus sich, ne? Naja, freu ich mich. Wie brauchst du nicht, natürlich. Nein, das ist schlechter als meins. Was? Ich hab bei Mora-Auszeichnung gesagt. Oh nein, ich wollte das Scharfschützen. Dann Bereich verlassen. Und dann bitte zum Ausgangsbereich. Alex, hier lang. Ausgang? Wieso, wo kommen wir denn? Ausgangsbereich. Nee, wir müssen doch... Ach ja, genau, Ausgangsbereich. Wir müssen jetzt Darth Malgus Bericht erstatten. Genau. Wir hätten mal... Oh nein, ich hab's vergessen. Wir hätten vor dem Flashpoint mal hier am Terminal kommen. Ach Gott, machen wir eben nochmal. Damit die Zuschauer wissen, worum es geht. Hammerstation. Ja, könnt ihr selber machen, ne? Ihr habt das Spiel bestimmt auch. Hm. Oh, ja. Und Eddies Schuld. Genau, alles ist Eddies Schuld. Wir müssen das jetzt schneiden und nochmal machen. Genau. Bitte mal zum Gespräch. Ich bin noch im Ladebildschirm, du. Kauf dir mal Internet, Junge! Hör mich nicht an! Selbst ich hab schnelleres Internet. Du verdienst... Lord Markus, okay, du verdienst die Station wurde zerstört. Ich habe die Berichte gesehen.
Ihr habt euch beachtlich angestellt. Der oberste Kriegsherr der Advosek-Hegemonie hat sein Leben als Wiedergutmachung für die Verbrechen seines Volkes angeboten. Die Advosek werden keine Bedrohung mehr darstellen. Dann lasst uns sie jetzt auslöschen. Zwingen wir sie, sich uns anzuschließen. Sie waren nichts Besonderes. Verwandeln wir ihren Planeten in Asche. Und ich garantiere, dass sie sich nicht mehr erheben werden. Potenzielle Werkzeuge müssen nicht unbedingt vernichtet werden. Aber ich denke darüber nach. Es dürfte euch auch interessieren, dass der Geheimdienst die Daten der Station entschlüsselt hat. Wir wissen, wie die Advosek-Hegemonie an eine republikanische Superwaffe gekommen ist. Neste Ahoje Hatal Al Alasonak Uraban. Folio Semisem Ugineset Ki. Es war republikanische Unfähigkeit, keine böse Absicht, die zum Aufstieg der Advosek geführt hat. Das ist eine Lektion. Unsere Feinde sind Narren. Da muss man an die Öffentlichkeit. Das muss an die Öffentlichkeit. Schluss mit dem Gefasel. Die Republik ist für jeden Tod durch die Hämmerstation verantwortlich. Wenn die Galaxis das erfährt, steht der Republik ein Aufstand bevor. Und sie werden schwächer werden, bis wir erneut zuschlagen. Widmet euch wieder euren Aufgaben, aber wisst, dass ihr gute Arbeit geleistet habt. Ihr könntet erneut kontaktiert werden. Ach, Erfahrungspunkte? Nur 100 dunkle Seitepunkte, nein. Ich brauche doch noch mehr. Das war die Hammerstation. Und ey, die war echt der Hammer. Und nächstes Mal geht's weiter dann auf Balmora. Geht das? Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal.